Gut, je schneller wir dem Ganzen auf den Grund gehen, desto besser. Und dann geht's zur hoffentlich noch betretbaren Inquisitionsresidenz. Ja, du bist ja natürlich sicher, wo die Inquisition normalerweise sitzt. Könnt da wieder an den Pilgergärten vorbeigehen, am Kirchengericht vorbei, an den Druckereien, an den Schriftsammlungen und ihn dann dort abgeben. Die Gefängnisse stehen noch zumindest zu einigen Teilen. Andere Teile sind eingestürzt, aber es gibt da wohl auf alle Fälle auch noch den einen oder anderen Raum, wo ihr ihn abgeben könnt. Gerade wenn er nur hinkt und auch einen Arm verloren hat, dann wird er da wohl hoffentlich nicht allzu viele Probleme bereiten. Fragen dann noch kurz, was er getan hat, damit sie das in die Akten eintragen können, denn aktuell gibt es wohl keine Akte über ihn. Ketzerei, Frevelei, Paktiererei, Plünderei, Anstiftung zur Ketzerei und so weiter und so fort. Wird erstmal so aufgeschrieben, wenn das von einem Bandstrahler kommt, dann. Die Dann Schreiber nehmen bindet das sich an ihrer auf, werden ihn Ministerstelle. in die Zellen einbuchten und ihm dann natürlich auch wieder den Knebel abnehmen. Ich glaube, die wissen das besser, oder? Ich glaube, So, gerade hier weiß man das besser, als Gefangenen den Knebel wieder abzunehmen. solange die ihm nicht zuhören, ist doch alles okay. Also die sitzen auch nicht in Hörreichweite. Machen dann die Türen wieder zu und lassen ihn da erstmal versauern bei Wasser und Brot. Ist nicht so, dass da die ganze Zeit jemand daneben sitzt, der ihm dann zuhört. Nun gut, nun gut. Ja, und dann setzen wir jetzt erstmal in irgendein freies Stück Garten. Ja, Ja. zwischen Unmetall und goldenen Bruchstücken der Kuppel. So soll es sein. Dann könnt ihr in Richtung westlichem Teil gehen, da wo die goldenen Gärten beheimatet sind. Findet da vielleicht noch den einen oder anderen Mauerrest, zerstörtes, weggerissenes Gebäude. Könnt euch da dann auf so eine umgekippte Bank setzen, wo ihr. Ja, aktuell gibt es hier nicht viele Pilger, nicht viele Geweihte. Vielleicht den einen oder anderen Blick von einem Steinmetz, den ihr dann erntet, der euch dann sehr böse anguckt, wenn er da gerade auf so einem Gerüst steht. Aber das ist nicht eure Aufgabe. Ihr habt gerade ganz andere Dinge zu tun. Zumindest seid ihr da alleine. Meine Herren, Isaun, die Lage ist grimm. Ich wollte es bis gerade eben nicht wahrnehmen. Es scheint so, als hätten wir einen Verräter innerhalb der Kirche des Paras gehabt. Nun, es könnte erklären, warum dieser seltsame Kult plötzlich so aktiv ist. Wir haben ihren Anführer verloren. Woraus schließt ihr, dass der Verräter der einzige Verräter war? Ist er natürlich nicht. Also offensichtlich ist auch der Herr, den wir gerade ins Gefängnis verbracht haben, einer. Nun, ich dachte mir, daran glaubt ihr, dass es der einzige Verräter war innerhalb des Preiskultes in Gareth? Könnt ihr mal kurz für mich erleuchten, wer jetzt ein Verräter war und warum? Was habt ihr Dieser da unten eine gefunden? tote Ja, was habt ihr Preisgeweihte, da den wir gefunden? gefunden haben. Er hat auf diese Beschreibung des Preisgeweihten zugetroffen, der die Zeloten angestachelt hat. Er Und und zwei weitere sind hier gestorben. Einer wurde mit ihm zusammengefunden. irgendwas Besonderes an ihm? Nun, ihm fehlt der linke Lungenflügel. Fleischopferung ist einer der Aspekte dieses Dämons, sagte Iola aus. Wirklich? Aber wie Das opfert würde man hier sich eine irgendwie. Lunge? Was genau ist Naja. eine Lunge, aber mir noch gleich? Nun, eine Lunge ist ein Organ, was ihr zum Atmen benötigt. Seht ihr das Weiße in der Brust? Dieses, was so aussieht wie so ein großer Sack? Ja, der Lappen. Ja, genau. Ah! Ihr habt zwei davon, links und rechts, in eurem Brustkorb. Aber ich Wem hat dachte, man einer ist gefehlt? tot, wenn man nur, wenn die kaputt gehen. Das sollte man meinen, nicht wahr? Nun, wenn es mit Magie entfernt wurde? Nun, ich meine, er ist tot. Das sollte man nicht vergessen. Ich frage mich, warum die Wachen darauf bestand, nun ja, dass ich den Herrn nicht weiter examinieren sollte. Weil ihr Weil einen ihr Toten Magier seid. betatscht habt. Also, Nun ja. Abemir, das erscheint mir auch sehr normal, dass man euch nicht gewährt, irgendwelche Toten aufzuschneiden. Das klingt doch gar seltsam. Das mögen eure Kollegen in Winsalt ja gut und gerne tun dürfen. Sie sind da hab sie gnädig. Aber Aber. hier gehen wir die Sache ein wenig ungefälliger an. Und ihr seid ein Magier in der Stadt des Lichts, also ich denke schon, dass es da eine gewisse Animosität gibt.
Zumal seid ihr jetzt ein Graumagier, da solltet ihr besonders vorsichtig sein. Nicht, dass man euch hängt, Abelmir, plötzlich. Aber es dient doch Prius Zweck der Wahrheitsfindung. Ja, natürlich. Sagt einmal, die Wunde, war die denn frisch oder sah die schon Jahre alt aus? Weiß ich nicht. Brauchst du die? Also, mit einer Plus-Minus-Null kriegst du die Information nicht. Nun, wie es schien, war die Wunde schon etwas älter. Ich denke, es ist eine eingehende Untersuchung der Sache notwendig. Wir denke auch, Stümer fragen. Richtig, dass wir dies wohl besser den fähigen Händen von Bruder Stümer überlassen. Wir sollten die Zeloten noch einmal untersuchen, ob denen auch irgendwas fehlt. Sehr guter Einwand. Guter Gedanke. Ich glaube, Reto hat mittlerweile einige von denen Nein gesagt. Also bei, wir haben jetzt diesen Goldschmied, dem fehlt die Zehen. Dann hatten wir diesen Rondrianer, dem fehlt ein Arm und ein Bein, richtig? Aber wartet. Der Rondrianer, sein Bein war eine offensichtliche Verwundung. Und Abelmir, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber auch seine Lunge. Nun, sie sah aus, als hätte man sie hier rausgenommen, richtig? Genau das. Sie war nicht einfach weg. Aber Reo, der Goldschmied, seine Zehen sahen aus, als wären sie nie da gewesen. Die waren perfekt verheilt. Vielleicht ist anders, vermute, als wir denken, und dieser Reo ist tatsächlich der höchste von diesen Verrückten. Vielleicht ist das eine Verfluchung wohl eher, dass diese blutenden Körperteile irgendwann nicht mehr bluten? Das mag sein, dass es eine Art magische Heilung gibt und je mehr Körperteile fehlen, desto höher im Rang sind sie. Ja, es könnte so eine Art Paktgeschenk oder so etwas sein. Ich muss gestehen, ich mache mir mehr Sorgen um die anderen beiden Toten. Es kann gut sein, dass sie ebenfalls Verräter waren. Es gibt zwei Möglichkeiten, die ich sehe, weshalb das hier passiert ist. Entweder Prius hat alle seinen geschützt und diejenigen, die Verräter waren, sind gestorben. Oder, nun, Prius hat so viele wie möglich geschützt und nur ein paar sind gestorben. Wir hatten Glück, dass der Verräter gestorben ist, wissen aber nicht, ob es noch weitere Verräter gibt. Guter Punkt. Wenn er so viele schützen könnte, wie er es für möglich hält, hätte er wohl mindestens den ordentlichen Inquisitionsrat. Verzeiht, den geheimen Inquisitionsrat. Höher gehalten als die etlichen Schreiber, die ja ebenfalls überlebt haben. Die Wege der Götter sind schon uneingründlich. Manchmal ist auch vielleicht ein Inquisitionsrat, vielleicht hat er seinen Dienst schon getan auf Dere. Vielleicht hat der Schreiber noch etwas Wichtiges zu tun auf Dere. Das wisst ihr ja nicht. Jedes Leben ist wertvoll, keines ist wertvoll als ein anderes. Wie sollten wir hoffen, denn die Alternative ist, dass diese Verschwörung tiefer geht, als wir angenommen haben. Wenn wir Iolaos glauben können, dann ist das tatsächlich so, denn diese Sekte soll Dere weit operieren. Ich werde wohl einige, hoffentlich haben sie überlebt, Schriftstücke sichten müssen. Mal schauen, wo die drei herkamen und was sie hier taten. Und vielleicht ist eine Verbindung. Womit sich dieser Enarch beschäftigt, ja. Vielleicht gibt es uns weitere Hinweise. Vielleicht hat er seinen anderen Glaubensbrüder, sag ich mal, gedeckt, seine anderen Paktierer. Vielleicht wurden sie einmal angeklagt und er hat sie, sagen wir mal, freigeschrieben. Viel wichtiger, denke ich, jetzt auch Isarun. Was hat dieser Magister noch alles gesagt über diesen Kult? Nun, wie schon gesagt, er ist diesem Dämon verschrieben, der über die namenlosen Tage wacht. Seine Aspekte sind Gold, Purpur, Ratten und Purpur? Diese Fleischopferung. Ja. Dieser Hurensohn, ich hab's gewusst. Der Bastard hatte doch purpurne Augen, nachdem Prius ihm das Licht genommen hatte. Also hat er danach einen Dämon angebetet und sein Licht zurückbekommen. So sieht es wohl aus. Aber wie hat er das gemacht? Ich verstehe es selber noch nicht. Also das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich darüber höre, dass es so eine Sekte gibt. Er hat seinen Dämon angerufen und um ein Geschenk gebeten und hat es erhalten. Aber so schnell? Ich denke, bei jedem Paktierer funktioniert es so schnell. Wir haben es doch öfter schon erlebt in der Schlacht. Wenn ein Paktierer sich neue Geschenke für neue Opfer erbetet. Aber der muss ja irgendwas gegeben haben. Ja, das kann durchaus sein. Sollten die nochmal untersuchen, ob irgendwas fehlt? Ich denke, ehrlich gesagt, es wäre besser, wenn wir diese ganzen
Sektierer schnellstmöglich vor ein Gericht stellen und sie allesamt zum Tode verurteilen, damit sie ihre schändliche Saat nicht weiter verbreiten können. Natürlich. Sie müssen alle brennen, das ist ohne Frage. Ja, aber ohne, also ich würde ungern das Aufsehen darauf lenken, denn sie haben sich schon in den Mittelpunkt der Gemeinschaft gestellt. Man könnte ihre Gesichter erkennen. Wir sollten das nicht an die große Glocke hängen, sondern sie ohne viel Federlesens und ohne viel Aufsehen exekutieren. Und doch wirkt das wirklich, sie zu exekutieren, oder stärken wir nur den Dämon damit, indem wir ihre Seelen zu ihm schicken? Und sterben werden sie so oder so. Zunächst einmal wird der Ketzerei niemand hingerichtet, der nicht gestanden hat. Das wird schwierig. Und zweitens einmal sollten wir große Sorge tragen, dass dieser Kreis vollständigst ausgebrannt wird und wir nicht nur die untersten Schichten loswerden, die eigentlichen Drahtzieher verbleiben. Worauf ich noch einmal unsere Aufmerksamkeit lenken möchte, dieser Goldschmied. Er war bereit, sein Augenlicht zu geben. Und obwohl ich ihm sein Auge entfernte, wollte er uns nicht die Wahrheit sagen, was auch immer er deckt. Was auch immer er tut. Was hat er getan? Ich kann nicht sagen, was er getan hat. Er hat ihm das Auge herausgerissen. Einfach so. Das linke. Ohne guten Grund! Natürlich hatte das einen guten Grund. Das hatte den Grund zu überprüfen, wie tief dieser Mann in dieser gesamten Suppe drinsteckt. Das hätte man auch anders tun können. Was, wenn er unschuldig gewesen wäre? Das ist zugelassen. Was soll ich denn tun? Guckt euch den Mann an, der wiegt 300 Stein. Was ist, wenn genau das das Opfer ist, was er jetzt gebracht hat? Also wirklich 300 Stein. Was ist denn jetzt genau das Opfer war, das er gebracht hat? Er hat das Augenlicht für ein Auge zurückbekommen und das andere dafür jetzt... Hört mir doch mal zu, der Mann ist ein einfacher Mann. Er ist kein Krieger, er ist kein ausgebildeter Soldat, soweit ich das sehe. Und trotzdem schützt er mit seinem Leben etwas so Dunkles, dass er selbst danach nicht redet. Entweder der Mann hat so große Angst vor irgendjemand anderem, dass ihn selbst das nicht einschüchtert, was mir wirklich Sorgen machen würde, oder seine Seele ist schon lange verloren. Ich denke eher, dass er beherrscht wird und seine Worte gerichtet sind. Denn die anderen Zeloten sind allesamt sehr geistesverwirrt und das kann ich mir nicht vorstellen. Kraios heiliges Licht hat auf ihn geschienen. Jalan hat ihn nur Minuten vorher Kraios heiliges Licht erfahren lassen. Da kann er nicht mehr verzaubert sein. Pakte kann man auch nur freiwillig eingehen. Also wenn das wirklich alles Paktierer mit diesem komischen Rattendämon sind, dann haben sie das alles aus freien Stücken getan. Dann wurden sie nicht beherrscht. Sind wir sicher, dass es freiwillig ist? Ich empfehle die großzügige Anwendung von Bandstaub, nur um sicher zu gehen. Bandstaub hilft nicht doch nicht bei allem. Natürlich nicht. Aber kein Bandstaub kann unter Umständen die Sache verschlechtern. Aber ich dachte, es hieß immer, wenn die Praios-Heiligen kommen, dann ist die Magie nicht mehr wirkbar. Wenn man von Praios erleuchtet wird, wie auch immer ihr das nennen mögt, soll der Magier erst einmal nicht mehr zaubern können. Nun, wir haben ja bereits festgestellt, dass welche Art von dämonischer Magie hier auch immer wirkt, sehr gut geschützt ist gegen unsere Einflüsse. Aber wie macht er das? Ist das ein. Hat er vielleicht etwas dabei? Ist das vielleicht eine Art Artefakt? Weil ich kann mir nicht. Genau. Also wenn Praios seinen strafenden Blick auf einen Paktierer richtet, dann kann der Dämon sich noch so winden und wenden, wie er möchte. Also eigentlich widerstrebt das auch allen Prinzipien, die uns immer beigebracht wurden in der Ausbildung. Wir können ja einmal mit dem Kollege Iolaos sprechen und ihn fragen, wie das funktionieren könnte. Er scheint ja am meisten darüber zu wissen. Das wird wohl das Beste sein. Besser zumindest, als hier weiter herumzuraten ohne Antworten. Aber die sind auch alle bereit zu sterben. Das macht mir Sorgen. Auch dieser Rondrianer. Vielleicht werden die alle wahnsinnig durch diesen Pakt. Ja, aber ich habe noch nie Paktierer... Also, die Paktierer tun immer alles, um zu leben. Alles. Vielleicht waren sie auch schon wahnsinnig, bevor sie paktiert haben. Möglich. Glaubt ihr, es ist vielleicht eine Art Selbstmordkult? Dass sich vielleicht diese Widerlinge sich diesem Dämon andienen, wissen zu sterben?
Ich habe 5 Jahre lang hier gedient. Warum sollte er sich dann jetzt umbringen wollen? Ja, aber, also, ihr habt doch bestimmt auch schon vielleicht mal das Schwert gegen Katsura erhoben. Wurde in der Schlacht getötet. Es kann gut sein, dass dadurch, ja, wie gesagt, dieser Kult seine Führung verloren hat. Dem muss ich widersprechen. Er wurde nicht in der Schlacht getroffen, sondern von der Schwarzen Festung. Nun, das, ja, das nehme ich eigentlich mit da rein. Ja, aber sind auch nicht bei euch, als ihr euer heiliges Schwert gegen die Paktierer führt, manchmal sinken sie noch tiefer in ihre dunklen Kreise, um ihr Leben auf Dere zu erhalten. Ich dachte, ihre Seelen wandern doch zum Erzdämon. Das können die doch nicht wollen. Wieso sind diese Verrückten so bereit zu sterben? Und wer weiß, was der Dämon ihnen angeboten hat. Ja, aber guck mal, wir alle wissen doch, dass unsere Seelen nur in 12 göttlichen Paradiesen sicher sind. Nun, das weiß doch auch jeder Paktierer. Die Verführungen der Erzdämonen sind mannigfalt und stark. Der Goldschmied hat davon geschrien, dass er einen Gott angebetet hat. Was ist, wenn sie glauben, sie beten an einen Gott und nicht an einen Dämon? Das würde seine starke Widerstandskraft erklären. Der Glaube ist manchmal stärker als... Sie glauben vielleicht gar nicht daran, dass sie in die Hinterhöllen fahren, sondern dass sie in ein göttliches Paradies einfahren. Es könnte natürlich sein, dass diese Sektenoberen sich gezielt geistig schwache Menschen aussuchen, also die eh schon am Rande des Wahnsinns oder Selbstmords stehen, und denen dann solche Lügen erzählen. Leicht zu beeinflussende. Also denkt ihr, dass es vielleicht einen gar oberen Kreis dieser Paktierer gibt, die dann immer weiter Menschen sich suchen, um diese zu opfern? Also wenn die Sekte Dere weit operiert, dann halte ich es schon für möglich, dass das, naja, eine gute Organisationsstruktur hat. Wir sollten Neolaus fragen. Nach dieser Unterhaltung schaue ich mal unbehaglich in Jalans Augen und wende da meinen Blick an. Ab. Nichts. Jalan, ist es vielleicht die Zeit zu erläutern? Der Mann, so wie Abel mir gewirkt hat, ist das mit diesen Augen nicht ganz unwahr. Hattet ihr einmal nur ein Auge? Hä, wie kommt ihr denn jetzt darauf? Der Mann hat so etwas gesagt, die Statue hatte nur ein Auge und Abelmir wendet immer wieder seinen Blick ab. Denkt daran, wo ihr seid, Jalan. Ja, aber habt ihr mir nicht zugehört? Diese Leute lügen. Der Mann nur. Lügt, da bin ich ja von euch überzeugt, aber Abelmirs Reaktion gefällt mir nicht. Und Jalan hat doch offensichtlich zwei Augen. Er hat nicht einmal gesagt, seid ihr verrückt? Jalan hatte immer 2 Augen. Ja, natürlich. Einmal. Der hatte aber auch doch aus Eitelkeit diese Augenklappe getragen, so damit er irgendwie kapitänmäßiger wirkt oder so. Nun, das hat einen ganz guten Grund, warum man eine Augenklappe auf einem Schiff trägt, damit man unter Deck immer noch gut sehen kann, sich die Nachtsicht nicht verdirbt. Also hattet ihr immer 2 Augen, Jalan? Die Dämonen nehmen uns manchmal Dinge und die Götter geben uns manchmal Dinge. Breiten wir über die Vergangenheit endlich den Mantel des Schweigens. Das wäre jetzt keine sehr preiausgefällige Antwort. Das müsst ihr selbst zugeben. Wir sind hier in der Stadt des Lichts und ihr wollt mir keine klare Antwort geben. Und wir jagen gerade einen Kult, der, sag ich mal, die Kirchen unterwandert. Jalan, das macht mir große Sorgen. Ich habe vor Herrn Pryos nichts zu verbergen und nichts zu befürchten. Dass diese Männer sich vor den Augen der Götter verbergen können, haben wir alle erfahren, Jalan. Jetzt sagt mir verdammt nochmal, ob ihr schon immer 2 Augen besessen habt oder ob ihr einmal einäugig wart. Und wenn, wie habt ihr euer 2. Auge zurückerhalten? Es kann doch nicht so schwierig sein, wenn ihr wirklich immer 2 Augen hattet, mir hier und jetzt dies zu sagen. Ihr seid in der Stadt des Lichts, ihr seid ein gottverdammter Priot. Wo ist das Problem? Ich leg Jalan eine Hand auf die Schulter. Jalan, mein Freund, wir können uns vertrauen. Wir lachen auch nicht, egal wie peinlich die Geschichte ist. Nun, das kann ich nicht versprechen. Ich kann es versprechen, ich lache eh nicht gern. Jalan. Wir haben alle unsere dunklen Tage, aber darf jetzt hier kein Moment sein, wo ihr anfangt zu schweigen. Ich verlor mein Auge in Isilia und fand es in Yol'Gormak wieder. Heißt, ihr fandet es wieder.
Wie, auf der Straße? Nein. Am Boden einer Flasche. Was? Das müsst ihr mehr erläutern. Was für eine Flasche? Ein flüssiger Artefakt. Bella haben dort drüben Dinge getan, auf die wir nicht sehr stolz sind. Ich habe für meine Buße geleistet und lasse sie hinter mir. Gebt euch damit zufrieden. Also gehe ich recht in der Annahme, dass, was auch immer ihr dort getrunken habt, ihr eher verpönt wäre? Lasst es endlich gut sein. Ich frage aber mir doch auch nicht, was er in den Dschungeln von Alanfa getan hat. Nichts, wofür man sich schämen müsste, Janan. Nichts, wofür ihr schämen würdet, wollt ihr sagen. Richtig. Ach, Flo, aber lasst ihn doch endlich. Ihr seht doch, ihr will nicht darüber reden. Ich schau mal Abelmir an. Abelmir, wir suchen momentan Verräter in den eigenen Reihen. Ja, aber doch nicht Jalan. Aber ich möchte euch dieses Vertrauen mal schenken, Jalan. Was auch immer ihr dort getan habt, ich hoffe, es war nötig. Ich hoffe, am Ende, wenn wir alle auf der Seelenwaage stehen, könnt ihr euch noch rechtfertigen. Bin mir dessen sogar sicher. Ich möchte gucken, ob er mich anlügt. Ja, überreden gegen Menschenkenntnis. Jalan ist ein Tobria. Wenn ich ihn anlügen wollte, müsste ich überreden sowieso erschwert um 12 würfeln, also kann ich es auch gleich 17. lassen. Ja. Naja, es geht darum, ob du ihn von deiner Wahrheit überzeugen kannst. Darum geht's. Es ist jetzt nicht so, dass du eine aktive Lüge sprichst. Ja, komm, immer raus damit. Mit deinen Erschwernissen schaffe ich sonst nicht. Wir schaffen es einfach beide nicht. Ich wollte gerade sagen, du hast immer noch die 14er Schwernis von 17. Oder 17, ja. Also die anderen glauben Jala nicht und Rafim begreift auch nichts. Zweifel haben wir alle, Jala. Aber wir müssen sie, sag ich mal, auf einen späteren Tag verschieben. Ich glaube euch. Zumindest für den Moment. Der Tag, an dem ich mich rechtfertigen muss, Rafim, ist der, an dem ihr mich zum Grabe tragt. Damit bin ich einverstanden. Aber beim Thema, beide haben noch ein Treffen mit seiner Hochwürden von Wolfen. Gerne. Wollen die anderen so lange warten? Ich weiß nicht, Jan, was denkst du, wie lange dauert das? Ich wollte mich ein wenig im Villenviertel umschauen. Wir werden euch dann, ich denke, mit Hinblick auf den Sonnenstand morgen früh in der Residenz treffen. Der Daniel anführt den Weg. Und Rafim klopft sich seine Hose ab. Ah! So, dann geht es in eines der wenigen betretbaren Seitenschiffe des Sonnentempels. Ja, nach ein bisschen Suche könnt ihr tatsächlich da auch den staubigen, hochgeweihten Arius von Wulfen erkennen, den Traditionalisten, den Priusgeweihten, denjenigen, der euch Rede und Antwort stand in dem Heldenrat. Guckt euch an, klopft sich nochmal ein bisschen den Staub von der Robe. Ah, Herrlan, hier. Euer Hochwürden. Wir haben beängstigende Informationen, aber wollt ihr uns nicht vorher vielleicht die Beichte abnehmen? Die Beichte. Ja, das kann ich gerne tun. Kommt doch mit ins Seitenschiff. Das haben wir schon gerade etwas freigelegt. Das heilige Licht ist übrigens weg. Das ewige Licht. Es wird wieder auftauchen. Wird verschwunden. Sollte Prios es wünschen, wird es wieder erscheinen. Ein Opfer gebracht, um die Kirche zu retten. Ich denke, das ist das, worauf wir hoffen konnten. Also, gut, die Beichte. Was habt ihr getan? Für ihn wollt ihr wohl beginnen? Kialan und ich sind uns über mein Handeln uneins. Ich sah mich in der Pflicht, einen Kultisten, einen Verräter einer, sagen wir mal, Prüfung seiner dunklen Seele zu unterziehen, indem ich ihm sein Auge entfernte.
was wohl sonst nur der Heiligen Inquisition zur Verfügung steht, diese Mittel. Jedoch sah ich mich in der Pflicht, dies selbst zu tun, denn in dieser dunklen Zeit und gegen diese dunklen Mächte, gegen die wir hier streiten, gegen Männer, die Frauen dazu überzeugen, sich zu richten, sich selbst zu richten vor den eigenen Kindern, obwohl Boron doch nur entscheidet, wann wir zu ihm stoßen. Gerade in dieser dunklen Zeit müssen wir uns Breyers gefällig verhalten. Mein Herr, wenn ich ausreden darf, ich verhielte mich wie ein Bruder Kors. Denn die Brüder Kors streiten da, wo Breyers nicht mehr streitet. Sie streiten dort, wo Rondras Gefälligkeit uns die Niederlage bringen würde. Auf einem Schlachtfeld, Kor, verdammt. Kor ist der Hammer, wenn alle anderen Werkzeuge der Götter nicht mehr funktionieren. Ihr seid komplett verblendet. Habt ihr zu lange in die Sonne gestarrt, Rafim? Mein Herr, wir haben verschiedene Ansichtspunkte. Da bin ich ja gerne bei euch. Ich hielt es für nötig, einen Ketzer zu testen. Ihr haltet das nicht für nötig. Ja, ist er nun ein Ketzer oder nicht? Ja. Aber was passiert, wenn man sich, sagen wir mal, zu lasch um die eigenen Feinde kümmert? Was passiert, wenn man die Augen verschließt vor den dunklen Dämonen? Das seht ihr hier. Das seht ihr in eurer heiligsten Stadt. Das seht ihr in Gareth. Hättet ihr getan, was nötig war, würden wir alle gar nicht hier stehen und ich wäre nie dazu gezwungen gewesen, diesem Mann sein Auge zu entfernen. Ich werde mich vor den Göttern rechtfertigen. Wenn die Waage kommt und ich auf ihr stehe, wird Kor meine Taten abwiegen, wird erkennen, was ich getan habe, war nötig, um seine Feinde zu vernichten. Breyers richtet euch, nicht Kor. Breyers ist der Richter, er wird euch richten. Er wird mich richten und Kor wird mich nehmen, wenn er mich für würdig befindet. Kor wird die letzte Entscheidung über mich treffen. Kor wird entscheiden, was ich tat, war in seinem Sinne oder nicht. Und ja, Breyers lächelt darauf vielleicht nicht hinab. Rondra lächelt auch nicht darauf hinab, wenn wir Chorgläubigen den Feinden mit Armbrüsten in den Rücken schießen, und trotzdem ist es nötig. Manchmal muss man Grenzen überschreiten, weil unsere Feinde so viel dunkler sind als wir. Unsere Feinde sind so abgrundtief böse, dass wir keine Wahl haben. Aber genau dann müsst ihr ein strahlendes Licht sein. Ein strahlendes Licht steht neben mir. Hier. Greifenmund. Greifenmund ist unser Licht. Ihr habt es zugelassen? Wir können nicht alle das Licht sein, mein Freund. Ja, dann, ihr habt dabei zugesehen, wie dieser Mann Ketzer. Ein Ketzer. Wo wurde er denn verurteilt? Von einem Richter? Noch nicht. Aber er hat gestanden. Noch nicht? Was hat er gestanden? Er hat gestanden, Geschichten verbreitet zu haben. Geschichten, die dazu führten, dass Frauen sich selber richten. Unter der Folter sind Aussagen nichts wert. Wir sind doch hier nicht die Priesterkaiser. Das war keine Folter. Das hat er frei zugegeben. Ihr habt sein Auge herausgeschnitten. Rausgerissen.